Moin, ihr wunderbaren Menschen des Interwebs. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Guide von Accordion R1 Episch. Für dieses Video wurde Hectors Guide berücksichtigt, dessen Strategie auf dem Partyfinder zu finden ist. Alle Mechaniken werden hier auch mit True North ausgeführt. Bedeutet, egal in welche Richtung der Boss guckt oder wo sich dieser in der Arena befindet, eure Position bleibt immer gleich, da ihr euch immer am Norden der Arena orientiert. Bevor es losgeht, müsst ihr wieder Light Parties festlegen, sowie Partner- und Spread-Positionen. Der Kampf beginnt mit Vierfachklaue. Hierbei werden die vier nächstgelegenen Spieler zum Boss von einer Cleave getroffen. Stellt euch in euren Spread-Positionen auf. Alle DPS-Spieler gehen zuerst näher zum Boss, um als erstes getroffen zu werden. Nach dem Hit gehen alle Supports näher zum Boss und die DPS stehen etwas weiter weg. Danach werden die Cleaves in derselben Reihenfolge in Form von AOEs wiederholt. Weicht diesen aus. Daraufhin castet der Boss Milchtritt, ein 2-Hit-Tankbuster. Dieser Tankbuster erfordert einen Tankswap. Der Off-Tank muss hier daher während des Casts Herausforderungen nutzen. Dieser Tankbuster kommt ohne AOE. Bedeutet, beide Tanks können aufeinander stehen, damit sich der Boss nicht zu sehr bewegt. Nach dem zweiten Hit kann der Main-Tank wieder übernehmen. Danach castet die schwarze Katze 7 Leben. Dadurch erhält der Boss einen Buff, welcher anzeigt, dass die nächste Mechanik gespeichert wird. Darauf folgt Doppelklaue. Wie im normalen Modus wird hier jeweils eine Hälfte der Arena gecleaved. Merkt euch, welche Seite zuerst sicher war. In diesem Fall war zuerst die rechte Seite sicher. Der Boss castet nach den Cleaves Seelenschatten. Zwei Klone spawnen, welche nun die vorherige Mechanik erneut ausführen. Ein Klon guckt immer gerade, während der andere immer schräg positioniert ist. Ist rechts zuerst sicher, positioniert euch auf der rechten Seite von dem Klon, welcher gerade guckt. Ist die linke Seite zuerst sicher, stellt euch auf die linke Seite des schräg positionierten Klons. Zurück zu unserem originalen Ausgangspunkt. Die rechte Seite war zuerst sicher. Der Boss castet erneut 7 Leben, was die Mechanik aktiviert. Nach der ersten Cleave lauft ihr nun diagonal auf die andere Seite, um der zweiten Cleave auszuweichen. Während ihr dem zweiten Set von Cleaves ausweicht, castet der Boss entweder vierfache Kralle oder doppelte Kralle. Vierfache Kralle sind Partner-Stacks. Orientiert euch also und begebt euch nach der zweiten Cleave direkt zu euren Partnerpositionen. Doppelte Kralle bedeutet Light Party Stacks. Teilt euch hier also in zwei Gruppen auf. Die Light Party Stacks bekommen immer die Heiler. Darauf folgt Seelenschatten und ein weiterer Klon spawnt. In diesem Klon wird die Mechanik Doppelte Kralle oder Vierfachkralle gespeichert. Je nachdem, was ihr gerade erhalten habt. In diesem Fall hatten wir Vierfachkralle, die Partnerstacks. Direkt danach castet der Boss Vierfach-Clownsprung. Diese Mechanik funktioniert genau wie Vierfachklaue, nur dass ihr euch nun um den Pfeil herum positionieren müsst, da dorthin der Boss springt. Die DPS stehen wieder zuerst näher am Boss, dann die Supports. Ihr weicht wieder ganz normal den Cleaves aus. Nun müsst ihr, nachdem ihr den zweiten Paar Cleaves ausgewichen seid, mit eurem Partner zusammenstehen, da der Klon Vierfachkralle aktiviert. Solltet ihr doppelte Kralle erhalten haben, müsst ihr nach dem Ausweichen des zweiten Paar Cleaves in Light Parties zusammenstehen. Darauf folgt blutiger Rundumkratzer, ein Raid-Wide, der extrem viel Schaden anrichtet. Schildet und mitigiert entsprechend. Danach castet der Boss Mäusejagd. Wie im normalen Modus leuchten hier Plattformen auf, welche vom Boss angegriffen werden. Wird eine Plattform zweimal getroffen, wird diese zerstört und alle Spieler, die sich darauf befinden, fallen in ihren Tod. Ich konzentriere mich hier immer auf die Plattform, auf der ich gerade stehe, sowie die Plattform direkt neben mir und achte, welche der beiden Plattformen zweimal getroffen wird, um den Safe-Spot zu ermitteln. In diesem Fall ist die Plattform mit der Nummer 3 sicher. Die Plattform, welche diagonal gegenüber liegt, ist ebenfalls immer sicher. Also in diesem Fall die 1. Danach castet der Boss Feline Nachahmung, was wieder einen Klon erscheinen lässt. Hier werden nun entweder alle DPS oder alle Supports als Ziel ausgewählt. In diesem Fall sind zuerst die DPS an der Reihe. Wenn sich der Boss nach vorne lehnt, so wird der Spieler mit einem Rückstoß weggeschleudert und muss auf einer unberührten Plattform landen, um nicht zu sterben. Wird der Spieler getroffen, so wird eine T-förmige Schockwelle ausgelöst, die alle Spieler, die davon getroffen werden, wegfegt. Deshalb müssen sich alle anderen Spieler diagonal zum getroffenen Spieler befinden. Lehnt sich der Klon nach vorne, bedeutet dies also weggeschleudert zu werden. Um das Positionieren für die restlichen Spieler einfacher zu machen, haben wir uns dazu entschieden, diese Mechanik auf der gleichen Plattform auszuführen. Stellt euch in eine Ecke und guckt zur anderen Ecke der Plattform. Es ist wichtig, wohin ihr schaut, da ihr auch dorthin geschleudert werdet.
Alternativ könntet ihr euch auch auf eine Plattform stellen, die bereits angeschlagen ist und zu einer Plattform gucken, die noch ganz ist. Wichtig hierbei ist, mittig auf der Plattform zu stehen, damit ihr auch auf der nächsten Plattform landet. Steht der Klon aufrecht und hat die Faust hinter sich, bedeutet dies, dass der Klon von oben herab einschlagen wird. Hier stellt ihr euch also mittig auf eine sichere Plattform und der Rest der Spieler achtet darauf, wieder diagonal zum anderen Spieler zu stehen, damit dem Hit wieder die T-förmige Schockwelle ausgelöst wird. Es werden alle 4 DPS nacheinander getroffen. Achtet immer auf den Klon, um festzustellen, welche Variante ausgeführt wird. Unsere Callouts hierfür sind Uppercut, wenn es das Wegschleudern ist, und Normal für die andere Variante. Sollte ein DPS, der noch nicht getroffen wurde, sterben, wird ein Support an dessen Stelle für die Mechanik ausgewählt. Direkt danach castet der Boss erneut Milchtritt, den Tankbuster vom Anfang. Dieser funktioniert auch wieder genauso. Darauf folgt Schockwelle. Ihr könnt hier nicht eure Anti-Rückstoßfähigkeit nutzen. Ihr müsst also sicherstellen, genug Platz zu haben, um nicht von den Plattformen zu fallen. Es werden insgesamt 4 Plattformen schneller als die anderen wiederhergestellt. Schaut euch um, in welchen Ecken sich diese befinden, und positioniert euch entsprechend. Wir versuchen nicht mehr als 4 Spieler auf jeder Seite zu haben, da ihr zusätzlich Spreadmarker erhaltet, welche euren Tod bedeuten, sollten sich diese überlappen. Hier könnt ihr zum Beispiel die Supports im Norden positioniert haben und die DPS im Süden, oder Light Party 1 mehr nördlich und Light Party 2 mehr südlich. Danach castet der Boss erneut 7 Leben und direkt danach Doppelclownsprung. Achtet auf den Pfeil, wohin der Boss springt. Ihr müsst euch hier nun einige Sachen merken. In welche Richtung springt der Boss? Welche Seite ist zuerst sicher vor der Cleave? Und in welchem Klon wird die Mechanik gespeichert, da es 2 Klone geben wird? Ich habe für diese Mechanik Makros erstellt, um das Merken einfacher zu machen. Auch solltet ihr für diese Mechanik die Callouts innen oder außen nutzen, da der Klon gedreht sein könnte und Callouts wie rechts und links in diesem Fall mehr verwirren würden. Okay, das waren jetzt sehr viele Infos. Gehen wir also noch einmal zurück auf Start. Doppelclownsprung wird gecastet. Guckt zum Pfeil. Der Boss springt nach links und innen ist zuerst sicher. Die Mechanik wird im nördlichen Klon gespeichert. Wichtig ist darauf zu achten, wie der Klon guckt, da dieser zu seiner Linken springen wird. Wir merken uns also Norden, links, innen. Darauf folgt ein weiterer Cast von 7 Leben, welcher die nächste Mechanik speichert. Es folgt der 4-fach-Clownsprung. Orientiert euch und begebt euch zu euren Spread-Positionen. DPS sind wieder zuerst näher am Boss, dann die Supports. Da der Klon im Norden bereits eine Mechanik erhalten hat, wird diese Mechanik nun im südlichen Klon gespeichert. Wir merken uns also Süden und links. Auch hier springt der Klon wieder zu seiner linken Seite. Achtet nun darauf, welcher Klon zuerst aufwacht. In diesem Fall der Klon im Norden. Dieser Klon wird also zu seiner linken springen und die innere Seite war zuerst sicher. Wichtig ist hier, euch in eure Light-Partys aufzuteilen, da der Boss zusätzlich stürmischer Schlitzer castet. 2 Linien-Stacks auf den Heilern. Wir haben hier eine Light-Party im Norden und eine Light-Party im Süden. Denkt daran, nach der ersten Cleave nach außen zu laufen, um der zweiten Cleave auszuweichen. Danach kann der Boss bereits in Position gebracht werden für den zweiten Klon. Wir erinnern uns, dieser springt zu seiner Linken. Der Klon wird den 4-fach-Clownsprung ausführen. Dieser Klon wird direkt auf die graue Linie springen. Positioniert euch also mit euren Spread-Positionen und orientiert euch am Norden der Arena. Der Boss castet zusätzlich Krallenschneider. 4 Spieler erhalten einen Marker, welcher eine AOE unter diesen auslöst. Dies können entweder alle DPS oder alle Supports sein. In diesem Fall werden alle Supports ausgewählt. Bedeutet, dass ganz normal die DPS zuerst näher am Boss stehen und direkt danach alle Supports. Wäre es andersherum gewesen, hätten hier nun die Supports zuerst den Köder für die Cleave spielen müssen und danach die DPS. Alle Spieler mit Markern stehen etwas weiter weg, um die anderen Spieler nicht mit ihrer AOE zu treffen. Das zweite Set Marker mit den AOEs werden erst ausgelöst, sobald ihr den Cleaves ausgewichen seid. Ihr könnt von einer AOE getroffen werden, da ihr bis dahin wieder genug HP haben solltet. Nahkämpfer können also ganz normal den Boss weiter treffen, solange nicht 2 Marker zu nah beieinander stehen. Darauf folgt der Raid-wide blutiger Rundumkratzer. Stellt sicher, Mitigation hierfür übrig zu haben. Danach castet der Boss erneut Mäusejagd. Achtet darauf, welche Plattformen sicher sind. Es wird wieder ein Klon gespawnt und nun wird die andere Rolle als Ziel ausgewählt. Da wir vorher alle DPS hatten, sind nun alle Supports an der Reihe. Die Attacken des Klons sind genau gleich. Nur dass nun 2 Mechaniken hinzukommen, die währenddessen gecastet werden. Bei Spreizklaue werden die Rollen mit einer kegelförmigen AOE getroffen. Bedeutet, ihr müsst in Rollen stehen. Vom Boss ausgehend haben wir hier alle Tanks ganz links, die Heiler in der Mitte und alle DPS ganz rechts stehen. Ihr könnt hier wirklich nah zusammenstehen.
Der Spieler, der gerade vom Klon angegriffen wird, ist von dieser extra Mechanik nicht betroffen. Dieser konzentriert sich nur darauf, auf einer sicheren Plattform zu stehen oder zu landen. Die zweite Mechanik, die der Boss casten kann, ist Überschattung, ein Linienstack. Beide dieser Mechaniken werden zweimal ausgeführt. Wurden alle vier Spieler vom Klon getroffen, folgt erneut der Milchtritt-Tankbuster. Und die Schockwelle mit den Spread-AOEs danach. Darauf folgt Katzenterror. Ketten spawnen, welche den Spieler, der die Kette hat, mit einer Cleave treffen. Zusätzlich erhält der Spieler, der am nächsten zum Boss steht, einen Stack und der Spieler, welcher am weitesten entfernt steht, erhält ebenfalls einen Stack. Ihr müsst euch nun also sehr genau positionieren. Ich erkläre euch zuerst, wie die Mechanik normal funktioniert und zeige euch dann, wie unsere Gruppe das gemacht hat. Zum Beginn der Mechanik solltet ihr in Light-Partys aufgeteilt hinter dem Boss stehen. Gruppe 1 auf der westlichen Seite und die zweite Gruppe auf der östlichen Seite. Beide Tanks stehen an vorderster Stelle, damit es einfacher ist, die Ketten an sich zu nehmen. Dann positionieren sich beide Tanks mit ihrer Kette vor dem Boss und stehen dabei auf der Hitbox vom Boss. Aus der ersten Gruppe muss nun ein Spieler leicht in der Hitbox des Bosses stehen, um einen Stack zu erhalten. Und in der zweiten Gruppe, die insgesamt etwas weiter weg steht, muss ein Spieler am weitesten vom Boss entfernt sein, um den zweiten Stack zu erhalten. Die Cleaves und Stacks werden aktiviert und dann muss einmal durchgewechselt werden. Die Heiler gehen zu den Tanks und übernehmen die Ketten, während die Tanks die Position des nächsten und weit entferntesten Spielers einnehmen. Danach übernehmen beide Nahkämpfer die Ketten und danach die Fernkämpfer. Hier ist sehr viel Bewegung im Spiel. Unsere Gruppe hat sich dafür entschlossen, einfach mit Tank in Wulns die Mechanik zu vereinfachen. Bei dieser Variante muss jemand anderes als die Tanks die ersten Ketten an sich nehmen. Bei uns sind das die Nahkämpfer. Gruppe 1 und 2 ist genauso positioniert wie zuvor. Die ersten Cleaves und Stacks werden aktiviert und nun übernehmen die Tanks die Ketten der Nahkämpfer und führen auch die zweite Runde der Cleaves und Stacks normal aus. Bleibt also in Position. Danach gehen beide Gruppen hinter dem Boss, während der Main Tank in die Hitbox geht und der Off-Tank sich weiter vom Boss entfernt und in Max Melee-Reichweite stehen bleibt. Aktiviert euren Tank in Wulln ziemlich zum Ende des Casts. Nun übernehmen beide Tanks die restlichen Stacks und Cleaves. Danach castet der Boss Feline Nachahmung und zeigt ein AOE-Muster. Das funktioniert genauso wie im normalen Modus. Positioniert euch im Süden der Arena, um so lange wie möglich den Boss attackieren zu können. Achtet darauf, ob ihr euch leicht südöstlich oder südwestlich positionieren müsst, um den AOEs auszuweichen. Geht nicht zu weit von der Mitte weg, da der Boss zusätzlich Doppelklaue castet. Achtet darauf, welche Hälfte der Arena zuerst sicher ist und weicht entsprechend aus. Darauf folgt eine weitere Runde Mäusejagd. Allerdings wird hier keine sichere Plattform übrig bleiben, da dies der Enrage des Bosses ist. Bleibt so lange wie möglich am Leben, bevor die letzten vier mittleren Plattformen zerstört werden, um den Boss zu besiegen. Nachtrag: Für die Mechanik Vierfachklaue und Vierfachklauensprung gibt es eine weitere Strategie, welche Same Baits heißt. Hier werden die Cleaves immer auf denselben Positionen erscheinen. Sprich, es gehen zuerst die DPS näher zum Boss. Alles wie immer. Doch danach tauschen die DPS den Platz mit den Supports, welche nun die Cleaves auf derselben Position wie die DPS zuvor erhalten. Dadurch müsst ihr den Cleaves nicht mehr ausweichen, sondern könnt stehen bleiben. Eine Strategie, die es wert ist, ausprobiert zu werden. Dies bringt uns zum Ende des Guides. Wie immer bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wenn ihr noch Anregungen oder Fragen habt, lasst es mich gerne wissen. Vergesst nicht, dem Video eine Bewertung zu geben. Ich sehe euch gerne im nächsten Guide wieder. Bis dahin. Ciao.